Und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Duty 1. Ne, 2. 2, ich dummer Spaß, Entschuldigung. Dies ist die zweite Teil von Call of Duty. Wir machen jetzt hier mit den Jungen weiter. Verdammte Deutsche! Sie haben sich auf den oberen Etagen verbarrikadiert! Sollen wir Sie mich bitten aufzugeben? Ich frage Sie, wenn ich Sie in die Luft gejagt habe! Schafft mir jemand die Sprengladungen hier rauf! Wir brauchen hier oben Pioniere! Ich habe etwas für Sie! Ich fange hier drüben an! Sprengstoff ist auf dem Weg! Holen Sie etwas Sprengstoff von den Pionieren und platzieren Sie in Ordnung, dort, Genosse! Wo er bringen Sie diese Ladungen bei den Hauptpfeilern an! Schnell! Alter, wir jagen den Laden hier komplett in die Luft, Alter. Junge, Junge, Junge. Das Ding hier wird gesprengt, würde ich behaupten. Ja, dann mal alle Mann raus hier. Ja, ne? Rap! Hier geht gleich alles in die Luft! Raus aus dem Gebäude! Bewegung! Schnell weg! Bumm! Ich glaube nicht, dass wir das so kontrolliert gesprengt haben, aber nettes Bild. So geht man mit denen um, Genossen. So, nicht anders. RIP. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Die britische Kampagne wurde in Missionen-Bildschirmauswahl freigeschaltet. Alle Kriege sind Bürgerkriege, denn alle Menschen sind Bürger. Franchise. Fenello, keine Ahnung, wer das ist. Nächste Mission. Stalingrad 1942. Stalingrad 1942. Was hab ich Nachdem die Deutschen die Stadt durch gewaltige Luftangriffe in Schutt und Asche gelegt haben, treffen sie auf heftigen Widerstand der Roten Armee, die mit allen Kräften um die Verteidigung von Stalingrad bemüht ist. Im Chaos des andauernden Krieges sind keine Schlachtlinien mehr zu erkennen. Die Ruinen der Stadt bilden nur noch Schlüsselstellungen, die vom Niemandsland umgeben sind. Der taktische Vorteil der Deutschen durch ihren Blitzkrieg und koordinierte Infanterie- und Panzerangriffe hat in den Straßenkämpfen seine Bedeutung verloren. Angesichts des drohenden Todes im Falle eines Rückzugs können die sowjetischen Truppen nur eine Flucht antreten. Die nach vorn. RIP. 8. Dezember 1942, 12.10 Uhr, Stalingrad. Schnee, wie immer, minus 30 Grad. Wir haben den Kontakt zu unseren Kameraden im Außenposten verloren. Sehr wahrscheinlich hat es das Kabel unseres Feldtelefons durch den heftigen Beschuss auf beiden Seiten nicht überlebt. Das ist nicht das erste Mal. Unsere Kameraden haben es erst gestern wieder zusammengeflickt. Heute sind wir daher dran. Langsam wünsche ich mir, wir hätten ein Funkgerät hier. Ja, sind immer noch wir, Vasili? Vasili, reparieren Sie mit dem zweiten Trupp das Telefonkabel. Ich sichere dieses Gebäude mit Trupp 1 und wir treffen uns drüben. Los! Jawohl. Oh ja. In der Hood, da wo ich herkomme, hatten wir auch jemanden, der hieß Kulia. Da darf ich nicht drüber springen, okay. Junge, ich habe noch nicht so gute Reaktionen heute, muss ich zugeben. Aua! Müssen wir ein bisschen näher ran. Wie gesagt, ich habe noch nicht so gute Reaktionen heute. Ganz noch recht früh. Noch recht früh, wie ich gerade sagte. Aua. Aua. Achso, da oben ist einer. Müsste ich safe stehen eigentlich? Eigentlich stehe ich auch wirklich safe. Cool. Boah,
Oh, jetzt könnt ihr weniger schreien, bitte. Ist laut. Aber falls Russ im ersten Teil die ganze Zeit gehabt hätte, wäre das eine meiner Lieblingsspiele gewesen, glaube ich. Ich dachte, ich könnte die wegwerfen, aber das geht scheinbar erst im nächsten Teil. Aber hier können es die Mates ja auch. Ja, links, rechts, Alter, wo denn nicht, Junge? Habt ihr Hunger? Ist euch kalt? Seid ihr müde? Ärztliche Versorgung und ein sicherer Schlafplatz erwarten euch. Der Feind in Erdgeschoss! Vernünftige Granate! Junge, Junge, Junge. Ich glaube, die wenigsten Russen haben sich ergeben, Alter. Ich meine, sind immer noch Versuch wert. Oh, es ist ein Shotgun gewesen. Ne, eine Mosin. Okay, die sieht da so ein bisschen Shotgun-mäßig aus, finde ich. Aua. Da habe ich die Gegner nicht mal gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich smoke mal hier. Guck mal, was das bringt. Ob die uns dann wirklich nicht treffen dadurch. Haben wir irgendwas mit Zielfernrohr war zufällig? Nein, okay. Gut, das lag zwar hinter der Mauer, aber cool. Da dachte ich, wäre weit genug weg. Ich schmeiß mal ein paar Nades. Sozusagen alle, die ich hab. Junge! Wenn die mich töten, bin ich hart angepisst. Nein, tun sie nicht. Cool. Junge, kannst du mit noch mehr Ruhe nachladen, bitte? Schnauze. Ihr braucht gleich alle keine Hilfe mehr. Oh oh. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Deutsche Armee schenkt nichts, Junge. Feindliche Infanterie in der Nähe dieser Kisten. Nee, Junge, wollte ich nicht. Gut, dann nehme ich halt doch eine K. Oder ne, da liegt doch noch eine. Oh, ein Gewehr 43, nice. Aua. Okay, ich kann das nicht nehmen, definitiv nicht. Hey, meine Waffe ist leer. Lade nach. Sag's bitte noch lauter, danke. Die Leute PUBG so laut rumschreiben würden, wäre das cool. Ihr habt nichts zu befürchten.
fürchten, wenn ihr euch bewegt. Die deutsche Armee ist diszipliniert und wird euch mit Anstand und Mitgefühl behandeln. Leistet keinen Widerstand. Legt die Waffen nieder und nähert euch mit erhobenen Händen einer deutschen Patrouille. Dies ist das richtige Zeichen, um euch zu helfen. Man wird euch zu essen und zu trinken geben. Gegen die Deckung! Wenn der Krieg vorbei ist, GG, Bruder. Lass mal kurz nachladen, Junge. Ich hab einen! Ich hab einen! Sanitäter! Oh fuck! V, V! Okay, V ging nicht. Sehr schön. Gut. Junge, was überlebst du denn so viel? Drei Stück, Bruder? Okay, gut. Ich behaupte, dass diese Lacker sich gestorben wäre, aber okay. Ich hätte nochmal reingeschossen, wenn ich gekonnt hätte, Alter. Steht mir erstmal im Weg rum. Gehoi. Aua. Junge, hör auf, hier über diese scheiß Kante zu gucken! Was ist denn mit dir? Kommunisten, bei den Sandsäcken da! Erledigt die Russen! Wo sind denn die Sandsäcke da? Die Deutschen! Na, ja, genau! Seht erst mit von uns! Junge! Triff ihn doch! Okay, cool, die MGs sind nicht mehr gefühlt nutzlos. Die Deutsche, nahe der flachen Mauer, sind erst mit von uns. Ich bin direkt an die Bord. Sehr schön, dass sie nicht mehr gefühlt unnütz sind. Feinde! Auf der Rand! Waffen! Bei den Sandsäcken da! Zu unserer Linken! Junge. Nicht ganz verstanden, warum der Typ immer weiter auf uns geschossen hat, während die Granate direkt hinter ihm lag. Nachladen. Manchmal funktioniert das mit der Deckung echt gut. Oh, das war meiner, okay. Die feindlichen Positionen vorrücken. Maschinengewehr, MG42. Wir müssen das Ding stoppen. Ja, entspann dich. Das machen wir. Aua. Achtung, Granate. Granate, weg da. Nicht genau gesehen, von wo der geschossen hat, oder? Bruder, wir haben gerade echt scheiße geschossen, Alter. Au, oh, ich sitze hinter Sandsäcken, Junge!
Ja, meine Augen sind natürlich tiefer als mein Kopf. Junge, der hat aber echt viel überlebt, ey. Wie viele von euch sind denn da unten? Leck mich im Arsch. Einen hat's erwischt. Schild, Jungs. Feindliche Granate! Wir empfangen Sie laut und deutlich, Genosse Koslow. Gut gemacht. Warten Sie einen Moment. Die Sprache spreche ich nicht. Panzer nähern sich Ihrem Sektor. Finden Sie die Bastarde. Ende. Aber ich spreche die Sprache, die du sprichst, nicht so gut. Ich habe echt nicht mehr so viel Munition, möchte ich mal kurz anmerken. Deutsche Granate, los weg! Ich habe einen! Ich habe einen! Wo kommt ihr denn her, Alter? Junge, du hast eine Aufgabe. Aufpassen, dass da keiner kommt. Doch, hoi. Okay, und jetzt nicht weiter. Hat er gerade amerikanische Truppen gesagt? Ich glaube, ich wüsste, wenn ich Amerikaner wäre. Irgendeiner von mir scheint krepiert zu sein. Ich habe nämlich seine Waffe gekriegt. Hallo, ich drücke F. Danke. Geh mal weg da, bitte. Na los, zeig dich nochmal, danke. Der scheint schon tot zu sein. Na los, mach nochmal Auge. Teilweise schieße ich auch echt nicht so gut. Mann am Boden. Kommen die da jetzt endlos? Also ich frag nur so aus Neugier, ne? Lauf, lauf, lauf. Eliminiert die Faschisten. Oh ja. Keine Gnade.
Bom. Nice. Gut gesprengt das Ding, Jungs. Gut gesprengt das Ding. Okay, hier hinten ist nichts. Gut. Wollte ich nur gesehen haben. Okay, ich würde aber sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein und tschüss.